Was ist Leben? Wie gibt Lebendiges seine Eigenschaften an eine nächste Generation weiter? Wie verwandelt es Sinneseindrücke, die als Signale von außen kommen, in Antworten, die im Inneren entstehen? Zum Beispiel bei einem kleinen, demütigen Pilz, dessen einzige Zelle auf Wärme, Licht oder Druck richtig reagiert. Oder wie löst ein bakterienfressender Virus das Problem der Reproduktion seines Lebens? Die richtige Antwort ist einen Nobelpreis wert. Nobelpreis 1969 für Professor Max Delbrück, Sohn des Historikers Hans Delbrück. Seit 43 Jahren in Amerika, Professor Emeritus am California Institute of Technology in Pasadena. Herr Professor Delbrück, Sie sind weit weg von der kalifornischen Sonne. In Berlin-Grunewald in einer Villenkolonie aufgewachsen. Glauben Sie, dass Ihre Umgebung, eine Umgebung bedeutender Männer und dass die Genmischung Ihrer Vorfahren Sie bereits zu einem Wissenschaftsleben prädestiniert haben? Sicher nicht, nein. Durch Genmischung sicher nicht. Nein, durch Elternhaus würde ich sagen, aber nicht durch Genmischung. Das davon halte ich nichts. Es gibt, ich habe es unter zu vielen meiner Kollegen gesehen, die einen ganz anderen genetischen Hintergrund haben und sehr viel prädestinierter sind für Wissenschaftler. Nein, es war eine geistig orientierte, kulturell orientierte Elternhaus. Da waren die Bonhoeffers, da waren die Herlachs und da waren die Plancks etwas weiter die Straße weg. Wir waren verschwägert mit den Herlachs, die Mütter waren Schwester und die Herlachs wohnten zwei Häuser entfernt. Und jeden Sonntagabend gab es eine Wanderung, entweder von Herlachs zu uns oder von uns zu den Herlachs. Und man saß im großen Familienkreise und es wurde geredet. Erst so allgemein und dann im Wesentlichen kam es zu einer Unterhaltung zwischen den beiden alten Herren, die sich über die Ereignisse der Woche und politische und andere Ereignisse unterhielten und wir waren mehr oder weniger stille. Kann man sagen, dass Sie aus dieser Umgebung eine Art von preußischer Tradition dem Leben gegenüber mitgenommen haben? Ich denke an Pflichterfüllung, Arbeitsamkeit, Pünktlichkeit und dergleichen Dinge, die mit diesem Preußisch immer ein wenig verbunden werden. Also so preußisch war das gar nicht. Erstens mal war meine Mutter und die Mutter Harnack stammte aus Süddeutschland. Die waren Töchter von Tiersch und dadurch Töchter, Enkelin von Liebig, das also eine süddeutsche Familie. Harnack selber war ein Balte. Und mein Vater war eigentlich der Einzige und der war gar nicht mal so preußisch auch. Der stammte aus Rügen, da war er geboren. Naja, doch wohl eher weiter zurück kann man sagen, dass die Familie eine preußische Familie war. Meines Vaters väterlicherseits. Und dass da sehr viel Pflichterfüllung war, das war so in gemäßigter Weise, ja, man kann es wohl sagen. Ja. Doch, ja. Die Erinnerung, dass die Familie Delbrück eine Reihe von Ministern, Staatssekretären gestellt hatte, war doch wohl lebendig. Sie war lebendig, sie war gegenwärtig, denn das reichte ja bis in meine Kindheit hinein. Aber gerade mit den Zweigen der Familie war die Beziehung nicht nah. Denn die waren mehr konservativ und mein Vater war eigentlich mehr
konträr, sehr kritisch, weil er war als Herausgeber der Preußischen Tagebücher, schrieb er diese monatlich diese politische Korrespondenz, und da hat er sich oft in einer Weise geäußert, der dem Rest der Familie durchaus anstößig schien. Und besonders nach der 1918, also, wo er sich sehr stark auf den Boden der Weimarer Republik stellte, gab es erhebliche Spannungen. Sie sprachen davon, dass Sie nach einer Reihe von Durchgangsstationen nach Göttingen gingen als Student. Ja. Und das war in der Zeit, die einer meiner Kollegen Robert Jung mal als die glücklichen Jahre der physikalischen Forschung bezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob es von ihm stammt oder von jemand anders. Waren das glückliche Jahre damals in Göttingen? Die große Aufregung über die Physik, also der große Durchbruch, die Entdeckung der Quantenmechanik, kam 1925, ein Jahr, ehe ich hinkam. Und die Jahre, wo ich da war, das waren schon die Erntejahre, also wo diese ungeheuer vielen Anwendungen gemacht wurden. Quantenmechanik kam 1925, Wellenmechanik 1926, Schrödingers Wellenmechanik. Und dann ging es so weiter. Ein Sturzbach Neueroberungen durch die Quantenmechanik. Und meine Doktorarbeit war auch in diesem Sinne ein kleiner Beitrag zu dieser Aufräumungsarbeit sozusagen der Quantenmechanik, eine Anwendung auf Chemie. Um mir etwas Mut zu machen bei weiteren Fragestellungen, darf ich mich selber daran erinnern, dass Sie Schwierigkeiten hatten mit dem Doktorexamen. Ja, ich fiel durch. Göttingen war damals ein Anziehungspunkt für eine ganze Reihe von Forschern, die aus dem Ausland kamen. Ja. Wenn Sie einige von ihnen erinnern und charakterisieren wollen, wäre ich dankbar. Robert Oppenheimer war da, Doktorand sogar, hat seinen Doktor in Göttingen gemacht. Und war er auffallend durch... Durchaus, ja. In welcher Hinsicht? Oh, er war sehr sophisticated. Nervös. Und hatte eine elegante Weise zu stottern. Technik. Wir hatten einen anderen sehr bekannten theoretischen Physiker dort, den sie, ich weiß nicht, ob wir ihn nennen dürfen, Pascual Jordan, der jetzt auch noch sehr bekannt ist. Der hatte eine andere Technik zu stottern, und wenn man die beiden gegeneinander ausspielte, dann war es unbeschreiblich. Sie haben später bei Niels Bohr in Kopenhagen studiert. Wie wirkte er? Überwältigend? Doch, wirkte auf den ersten Blick überzeugend. Eine enorm eindrucksvolle Persönlichkeit. Das Eindrucksvollste war seine Gütigkeit. Er war außerordentlich gütig. Ist das das richtige Wort? Gütig, ja. Ja. Er strahlte... Kind. Kindness. Kind. Ja, würde man sagen. Zwischenfreundlich und gütig. Aber die Gütigkeit war einer sehr großen Tiefe als Mensch. Seine menschliche Einstellung war
außerordentlich gütig. Sodass also sehr viele Leute ihn sofort als Vater ansahen. Und selbst wenn sie kein gutes Verhältnis zu ihrem eigenen Vater hatten, gewannen sie sofort ein Vatergefühl zu ihm. Mhm. Sehr stark. Ist das ein wichtiges Element in der Wissenschaft? Dass man eine Vaterfigur findet? Wahrscheinlich, ja. Ja. Also darüber habe ich keine statistischen Untersuchungen angestellt. Ich weiß nicht, wie andere Leute darüber fühlen. Für mich war es wichtig. Er hat sie verstanden, er nahm Anteil an ihren Problemen und er brachte sie in die richtige Richtung. Das würde ich gar nicht mal so explizit sagen. Es war nicht so explizit. Man hatte nur ein Gefühl des Geborgenseins bei ihm. Wie ist das, wenn man... Heute noch werde ich bei meinem Vater sein. So kam es mir vor, jedes Mal, wenn ich nach Kopenhagen zurückkam. Ja, das ist schön. Sie verdanken ihm ja eigentlich den Zugang zur Biologie. Nicht den Zugang, sondern die Anregung, in Richtung auf Biologie zu gehen, ja. Ja, er hatte eine Vermutung, dass die neue Dialektik, die man speziell für die Quantenmechanik erfunden hatte, dass die auch helfen würde, den Graben zwischen dem Lebenden und Nichtlebenden zu überbrücken. Und das, darüber redete er öfters und speziell in einem Vortrag mit dem Titel Licht und Leben zu einem internationalen Kongress hat er das explizit ausgeführt. Und der wurde für mich entscheidend, dieser Frage nachzugehen. Es stellt sich dann heraus, nach vielen Jahren, dass diese Vermutung irrig war. Aber es war ein fruchtbarer Irrtum, eine interessante, hochinteressante, irrige Hypothese. Ja, helfen Sie mir doch bitte, diese Hypothese noch einmal in verhältnismäßig einfachen Worten darzustellen. Also er vermutete, dass man das Leben einer lebenden Zelle nicht vollständig beschreiben kann durch Angabe, wie sich die Moleküle hin und her bewegen. Und dass es da also spezielle Eigenschaften gibt, charakteristische Lebenserscheinungen, die sich nicht molekular interpretieren lassen. Und speziell vermutete er, dass vielleicht bei der Genetik es sich um solche Erscheinungen halten könnte. Speziell bei der Verdoppelung. An für sich ist es ja eine verrückte Sache, dass man sagt, hier diese Zelle besteht aus Molekülen und dann plötzlich hat man zwei Zellen. Moleküle verdoppeln sich ja nicht in der Chemie an und für sich. So ist eine ziemlich paradoxe Angelegenheit. Schließlich hat sich herausgestellt, dass sich Moleküle aber doch verdoppeln. Man kann einen Mechanismus erfinden, der wirklich regulär zusammenpasst mit der gegenwärtigen Quantenchemie, die diesen Verdopplungsprozess zu verstehen erlaubt. Also das war die Vermutung und das war die Widerlegung der Vermutung.
Und aufgrund dieser Vermutung unter anderem haben Sie sich dann diesen Fragen der Biologie gewidmet? Nicht unter anderem, sondern ausschließlich aufgrund dieser Vermutung, ja. Ja. Ja, das schien mir doch sehr faszinierend. Ja. Aber zunächst gingen Sie ja noch erstmal eine Weile auf dem Wege des theoretischen Physikers weiter. Naja, ich musste mein Geld verdienen. Ich war Assistent von Lise Meitner dann als theoretischer Physiker und habe eben gleichzeitig als Schwarzarbeit Biologie gelernt und auch Biologie betrieben. Ja, in Berlin. Das fand statt in Berlin. Sie arbeitete im in einem der Kaiser-Wilhelm-Institute. In dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, Abteilung radioaktive Physik der radioaktiven Substanzen von Lise Meitner. Ja. Ja. Und was war Ihre genaue Aufgabe dort, als Sie dort angeheuert wurden? Meine Aufgabe war, der theoretische Physiker der Gruppe zu sein und die entsprechende Literatur zu lesen und zu interpretieren und auch die dort anfallenden neuen Ergebnisse im Sinne der gängigen Theorien zu interpretieren. Das war zu einer Zeit, in der Ihnen ja noch nicht klar sein konnte, welche Entwicklungen auf diesem Gebiet bevorstanden. In der Kernphysik. Nämlich dem also der Bombardierung von Atomkernen mit Neutronen. Die Uranspaltung wurde ja. Die Uranspaltung wurde erst Ende 1938 entdeckt. Sie hätte entdeckt werden können und hätte entdeckt werden sollen. Jahre vorher. Die Experimente, die zur Spaltung von Uran führen, nämlich Bestrahlung von Uran mit Neutronen, wurden zuerst von Fermi gemacht, Ende 1932, und von ihm publiziert. Und von ihm interpretiert nicht als Uranspaltung, sondern als Bildung von Transuran-Elementen, Anlagerung der Neutronen, nicht Spaltung des Urans. Und diese Interpretation war die allgemein gängige. Und Lise Meitner und Otto Hahn, widmeten diesen Fragen einen Großteil ihres Interesses während der Jahre, dass ich da war. Und entdeckten viele andere Radioaktivitäten, die durch Bestrahlung von Uran mit Neutronen erzeugt wurden. Jeder, der einigermaßen mit der damaligen Kerntheorie vertraut war, hätte erraten können, dass es sich um Uranspaltung handelt und nicht um Bildung von Transuranelementen. Und zu denen, die durchaus kompetent waren, diese Sache zu raten, gehört Niels Bohr selber, der sich sehr für Kern interessierte, Fermi, Bethe, halbes Dutzend andere, aber vor allem ich, denn ich war ja der Nächste dazu, der dort war. Aber wir alle haben fest geschlafen und nicht gemerkt, was los ist. Bis schließlich die Chemiker Hahn und Strassmann einen unzweifelhaften Beweis erbrachten, dass eines von den Produkten nur aus einer Spaltung hätte vorgehen können. Das geschah erst nach 5 Jahren. Das hat die ganze Entwicklung der Kernenergie auf Jahre aufgehalten und auch der Kernwaffenentwicklung auf 5 Jahre aufgehalten. Es ist erschütternd zu denken, was passiert wäre, wenn die Kernwaffenforschung 3 Jahre früher in Gang gekommen wäre. Das hätte die ganze Weltgeschichte verändern können. Also
die Dummheit oder Fantasielosigkeit oder Langsamkeit von uns allen und vor allem von mir hat da eine erstaunliche Wirkung erzielt. Sie bedauern das, wie ich sehe, nicht. Nein. Das ist ich habe mich erst in den letzten Jahren mich wirklich wieder ein bisschen damit beschäftigt, denn die Sache lief ja so, dass ich 1937 wegging, als die Sache noch völlig unentdeckt war. Und als sie entdeckt wurde, ein Jahr später, war ich schon hier in der Biologie am Pasadena. Und dann habe ich mich kaum darum gekümmert und dann auch schon binnen weniger Monate verschwand die ganze Geschichte im Nebel der Geheimforschung. Ich stelle mal eine hypothetische Frage. Wenn Ihnen bewusst gewesen wäre, 1900 und sagen wir mal 32, dass sich auf dem Gebiet, auf dem Frau Meitner arbeitete, ungeheure und erderschütternde Wirkungen begeben würden, vielleicht ohne eine Kenntnis, was das für einen Krieg oder für die große Politik bedeutet, aber rein wissenschaftlich enorme Folgen kommen würden, hätten Sie sich dann auch der Biologie zugewendet und dieses andere Forschungsgebiet liegen gelassen? Das ist wirklich eine sehr hypothetische Frage. Ich glaube schon. Die Physik, die ganze Kernphysik, mit dem in der Spaltung zu tun hat, ist ja als Physik gar nicht besonders interessant. Das ist eine technische Frage. Nachdem die Kernspaltung entdeckt war, ist alles weitere, sowohl die Kernenergie wie auch die Kernwaffenforschung, hauptsächlich eine technische Frage gewesen. Und das hätte mich nicht so sehr interessiert. Nein, das wäre nichts für mich gewesen. Nun ja, man ist ja erstens mal kein Hellseher und zweitens ist das vielleicht auch sehr gut so. Es wirft doch die Frage auch ein wenig auf, die man hier vielleicht behandeln sollte, wie weit der Wissenschaftler die Ergebnisse seiner Forschung, die möglichen traurigen oder gefährlichen Folgen oder guten Folgen für die gesellschaftliche Entwicklung überhaupt voraussehen kann. Er kann sie nicht voraussehen. Wenn er sie nicht voraussehen kann, würde das heißen, dass jeder Forschungsdrang und Weg erst einmal zu Ende verfolgt werden müssen? Was heißt muss? Ich meine, er wird es tun. Das ist ein möglicherweise... Das ist eine Compulsion. Was ist Compulsion? Eine Besessenheit, ein innerer Zwang. Ein innerer Zwang, ja. Ja, das ist eine Art von Verrücktheit. Das ist eine Art von Besessenheit, die den Forscher ergreift. Aber gibt es... Ja, Besessenheit, Besessenheit, das hat vielleicht einen falschen Ton. Wissenschaftler sind ja nicht neugieriger als andere. Sie sind eher weniger neugierig als andere. Sie verhaken sich nur mit irgendeinem Problem, das sie dann nicht mehr loslässt. Aber einer der wesentlichen Merkmale des Wissenschaftlers ist ja, dass er seine Neugier außerordentlich beschränken muss. Wenn er zu neugierig ist, dann macht er jeden Tag wieder was anderes und dann kommt nichts heraus. Ich würde sagen, der Wissenschaftler ist nicht charakterisiert durch mehr Neugier, sondern durch weniger Neugier als andere Menschen. Oder eine diszipliniertere. Oder eine
vielleicht auch nicht diszipliniert, sondern mehr neurotisch konzentrierte Neugier. Das muss ihn ja aber nicht gegen ethische Erwägungen unempfindlich machen. Nein, aber die ethischen Erwägungen sind eben in fast allen Fällen unentscheidbar, weil sich eben nicht voraussehen lässt, was passiert. Fast gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich meine, hinterher kann man voraussehen, was man hätte voraussehen sollen, aber es hätte auch sehr anders gehen können. Gibt es denn in der Wissenschaft... Also zum Beispiel, sagen wir mal, ich arbeite mit diesem lächerlichen Pilz, Phycomyces. Und der hat eine gewisse Lichtempfindlichkeit. Das heißt, er reagiert auf Licht, indem er zum Lichte hinwächst. Und er tut das über einen enormen Intensitätsbereich, kann sich dunkel und hell adaptieren. Und das hat für mich ein Interesse, weil es vielleicht ein gutes Modellsystem ist, um herauszufinden, wie andere Sinnesorgane oder Sinnesorgane im Allgemeinen funktionieren auf der Molekularebene. In diesem Zusammenhang interessiere ich mich auch speziell, was ist das Rezeptorpigment, was ist die Substanz, die zunächst mal das Licht absorbiert. Und in diesem Zusammenhang füttere ich dem Pilz chemische Analoga von diesem vermuteten Rezeptorsubstanz, sein Vitamin. In der Erwartung, dass wenn ein solches Analog eingebaut wird, der Pilz vielleicht blind wird. Ja, man kann sich natürlich Entsetzliches vorstellen, falls die Militärwissenschaftler erst einmal auf die Idee kommen, vielleicht den feindlichen Soldaten irgendetwas zu füttern, dass sie blind machen, dass aus dieser Idee ganz Entsetzliches passiert. Solche Möglichkeiten bestehen immer. Eine völlige Verdrehung von dem, was das ursprüngliche Interesse war. Das ist eine Gefahr, die inhärent ist in jeder naturwissenschaftlichen Arbeit. Und die sehr wohl zu ungeheuren Katastrophen führen kann. Aber voraussehen lässt sich das nicht. Jetzt mit der Genetic Engineering ist ja großes Trara gewesen, dass das zu weltweiten Katastrophen führen könnte. Aber inzwischen haben sich die wirklich damit bekannt sind, sehr ausführlich dazu geäußert. Und jetzt ist der allgemeine Konsensus, dass die Gefahr enorm übertrieben war. Und auch, wie ich höre, sind jetzt die ganzen Richtlinien des National Institutes of Health abgeändert worden, sodass praktisch keine Kontrolle mehr besteht. Und all diese große Bürokratie, die darum aufgewachsen ist, es wird wieder abgebaut. Genetic Engineering besteht seit 10.000 Jahren. Solange es Tier- und Pflanzenzüchtung gibt, macht man eben Genetic Engineering. Und was jetzt geschieht, ist im Wesentlichen genau dasselbe, nur etwas raffinierter. Und es ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass vor 10.000 Jahren die Leute, die Bohnen und die Tomaten und die Pferde und die Kühe und die Ziegen gezüchtet haben, dass die als
potenzielle Verbrecher verschrien worden sind und als gefährliche Charaktere. Die Frage ist also, warum jetzt diese große Aufregung? Und ich glaube, dass die große Aufregung nicht dadurch zustande kam, dass speziell beim Genetic Engineering die Gefahr so groß ist, sondern weil eben allgemein ein dunkles Gefühl dafür da ist, dass uns die Wissenschaft früher oder später einmal ruinieren wird. Und diese Möglichkeit besteht sehr wohl. Aber ich glaube nicht, dass es dadurch geschehen wird, dass man ein Influenza-Gen in ein Bakterium einführt. 1932, als Sie begannen, bei Frau Meitner zu arbeiten, war es nur noch wenige Monate vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, hat sie das beeinflusst? Hat das beeinflusst, nach Deutschland zu kommen, meinen Sie, oder wegzugehen? Na, zunächst mal in Ihrer Arbeit, in Ihrem Bekanntenkreis. Was haben Sie davon gemerkt? Also zunächst mal, dass ich zurückkam nach Deutschland, war in keiner Weise beeinflusst von der politischen Lage. Es war mir damals total unklar, dass etwas Umwälzendes bevorstand, wie wohl den meisten. Niemand in meinen Bekanntenkreisen hat erwartet, dass irgendetwas derartiges passieren würde. Als es dann passierte, war eigentlich auch die ganze Zeit das Gefühl, dieser Blödsinn kann nicht lange dauern. Oder ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit Weizsäcker, wo wir sagten, man kann nicht wissen, ob dieser Unfug noch 6 Monate oder 10 Jahre dauert. Denn persönlich hat es mich in meiner Arbeit am Kaiser-Wilhelm-Institut überhaupt nicht beeinträchtigt. Ich versuchte mich während der Zeit zu habilitieren und das involvierte dann solche Sachen wie ein Kameradschaftslager und Dozentenakademien und solche Geschichten. Und in dieser Hinsicht wurde ich ziemlich rasch disqualifiziert als weltanschaulich unzuverlässig, sodass also meine Habilitation sehr unwahrscheinlich wurde. Und das hat mich wohl ein wenig beeinflusst, auch um 1937, um wegzugehen. Ich wechselte dann, nachdem ich hierher nach Amerika kam, über zu der Phagenforschung. Also die Phagen sind Viren, die nicht Menschen oder Tiere oder Pflanzen infizieren, sondern die Bakterien infizieren. Und sie multiplizieren sich in Bakterien und sind infolgedessen sehr viel leichter zu handhaben als Tier- und Pflanzenviren. In Versuchsanordnung. Als Versuchsobjekt sind sie eben ideal. Weil Bakterien kann man zu Millionen in kleinen Testtubes, was heißt Testtubes, in kleinen Gefäßen mit Nährflüssigkeiten züchten. Und man kann sie dann kontrolliert infizieren zu einer Zeit Null und dann 20 Minuten oder 22 Minuten später bersten die Bakterien und pro Bakterium kommen, ich weiß nicht, 117 Viren heraus. Das ist ein sehr, sehr gut quantitativ und sehr billig quantitativ handhabbares experimentelles System. So die ersten Jahre der Virusforschung, der Phagenforschung, waren im Wesentlichen der quantitativen Erfassung des Systems gewidmet. Die Phagen als solche waren schon seit langem bekannt, seit 1917. Und
dann kam rasch dazu, dass wir auch eben mit verschiedenen Phagen infizieren konnten, dasselbe Bakterium, dann Mischinfektionen machen konnten, dass wir Mutanten kriegten von den Phagen und dass diese Mutanten, wenn sie gemeinsam, wenn man zwei verschiedene Mutanten nimmt und mit dasselbe Bakterium infiziert, dann gibt es eine genetische Rekombination da. Das war total überraschend, dass zwischen den Viren, zwei Viren, die dasselbe Bakterium infizieren, dass man da eine Kreuzung machen kann, so wie Kreuzung zwischen Mäusen. Und das führte rasch zur Phagengenetik. Und dann eben die weitere biochemische Forschung führte sehr rasch zu der Erkenntnis in den Händen von Hershey, dass von den chemischen Konstituenten der Phagen nur die Nukleinsäure, in diesem Fall DNS, hineingeht in die Bakterien. Und das bestätigte eine sehr starke Vermutung, die schon seit ein paar Jahren aufgekommen war, dass die eigentliche genetische Substanz sei die Nukleinsäure und nicht die Proteine. Das war eine lange Zeit hatte man aufs falsche Pferd gesetzt. Und fast zur selben Zeit, also ein Jahr später, nach der Entdeckung von Hershey, kam dann die Entdeckung der Struktur der DNS durch Watson und Crick. Ja. Sind die Ergebnisse der Arbeit von Crick und Watson ein Durchbruch in der Kenntnis vom Leben, der einen in die Lage versetzt, zu sagen, das Rätsel des Lebens ist eigentlich gelöst? Nein, sicher nicht. Es ist ein Durchbruch, sicher. Ein Durchbruch sicher, speziell in der Frage der Struktur der Gene und in der Natur der Genverdoppelung. Aber man kann nicht sagen, dass das Rätsel des Lebens gelöst sei. Es hat sich gezeigt eben, dass die Genreplikation im Prinzip nach einem sehr einfachen Verfahren geschieht, chemisch gesehen, was vorher völlig rätselhaft schien. Oder beinahe völlig rätselhaft schien. Und es war höchst erstaunlich, dass das Denouement so plötzlich in den so überraschend simpler Weise wie ein Kinderlegespiel kam. Nein, es gibt ja viele Rätsel des Lebens. Nicht eines. Sicher. Aber was die Reproduktion des Lebens angeht, so ist das ja sicher eine Stufe, die da erklommen wurde. Eine ganz entscheidende Stufe, ja. 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 Ich meine, die Dinge, an denen Sie seitdem arbeiten, die in einer etwas anderen Richtung gehen, sind ja aber auch Arbeiten, die mit dem Rätsel des Lebens zu tun haben. Ja, für mich ist der Übergang zu dem, was ich jetzt mache, gar nicht so radikal, wie er anderen immer erscheint. Also direkt nach diesem Durchbruch zur DNS-Struktur und DNS-Funktion wurde das also die große Mode, sehr große Mode und ist auch mit Recht eine sehr große Mode und auch jetzt immer noch eine Dampfwalze, die sich immer mehr vergrößert. Aber es war ja eigentlich klar von Anfang an, dass das Leben andere Charakteristika hat, die ebenso rätselhaft sind. Und zu denen gehört die Einbettung jedes Organismus in seine Umgebung. Die Art und Weise, wie er auf Signale aus seiner Umgebung, wie er Signale empfängt aus seiner Umgebung und darauf reagiert. Und dass das keine Spezialität ist von höheren Organismen, das ist eigentlich schon lange bekannt, aber war den meisten doch nicht so sehr bewusst, dass auch Bakterien sehr genau Bescheid wissen über ihre Umgebung und auch äußerst sensitiv reagieren auf
Chemikalien, Temperaturschwankungen, Druckschwankungen, elektrische Schwankungen, magnetische Schwankungen und so weiter, dass sie äußerst fein differenzierte Mechanismen haben, um solche Signale von der Umwelt zu verarbeiten und darauf entsprechend zu reagieren. Und diese Einbettung der Organismen in die Umwelt ist ein anderer Fragenkreis der Molekularbiologie und der noch ganz im Argen liegt. Und dass ich mich Anfang der 50er Jahre entschloss, dahin zu gehen, war ein Stoß, der eben dadurch motiviert war, dass ich, nicht, dass ich da in der Phagenforschung oder in der Molekulargenetik nichts mehr zu sagen hätte, sondern ich wollte eben was Neues machen, wieder ein neues Kapitel anschneiden. Und da es sich in der Genetik sich so außerordentlich nützlich erwiesen hatte, zu Mikroorganismen überzugehen, kam ich auf diesen Pilz, den ich so etwa Mitte der 50er Jahre anfing zu bearbeiten und an dem ich jetzt noch arbeite. Und das ist eine immer noch im Anlauf begriffene Forschung. Was erzählt Ihnen dieser Pilz? Was erzählt er mir? Er erzählt mir, dass er auf Licht reagieren kann, eben über einen ungeheuren Intensitätsbereich, dass er in einer sehr kleinen Zone seines einzelligen Stängels Signale verschiedener Art, chemische Signale, Schwerkraftsignale und Lichtsignale aufnehmen und verarbeiten kann und dadurch darauf reagieren kann mit Steuerung seines Wachstums. Und wie er das macht, das ist in den entscheidenden Punkten immer noch ein Rätsel. In den ganz entscheidenden Punkten immer noch ein Rätsel, so wie die Genetik ein Rätsel war bis 1953 in entscheidenden Punkten. Und ob sich dieses Rätsel noch in allernächster Zeit lösen wird, ist immer noch sehr die Frage. Sie haben in Ihrer Nobelpreisrede angedeutet, in welcher Richtung Sie Ihre eigenen Forschungen fortgesetzt sehen mögen. Also besonders auf dem Gebiet der Neurobiologie, die doch wohl in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen mit den... Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt, dass ich speziell in die Neurobiologie... Das wird sicher Fortsetzungen in der Richtung geben. Hoffentlich wird es Fortsetzungen in der Richtung geben, aber ich glaube, dass die Forschung der Signalverarbeitung in den Mikroorganismen selbst ihren inneren Wert haben, ihr inneres Interesse haben. Die Neurobiologie ist ja ein Forschungszweig, der sich eben speziell mit sehr komplizierten und sehr spezialisierten Verhältnissen bei höheren Tieren befasst. Und das sind eigentlich Spezialprobleme, so wie die Kernenergieforschung ein Spezialproblem ist. Und eigentlich kein Grundproblem. Natürlich schließen sich in der Neurobiologie dann sehr interessante Fragen an über Zusammenhang mit Hirnfunktionen. Aber da wird das, was ich tue, kaum einen besonderen Einfluss haben. Ja, der Zusammenhang der Neurobiologie mit den Hirnfunktionen des Gehirns, das wird eine tolle Sache werden, wenn es endlich mal wirklich in Gang kommt. Aber es ist noch gar nicht richtig im Gang. Was man da weiß, ist auch noch ganz rudimentär. Was müsste denn geschehen, um... Ja, wenn wir das beantworten könnten, dann würden wir es tun. Das ist ja die Frage. Aber wie... Ich meine, man weiß, wie Lichtsignale von der Retina zu den verschiedenen
ersten Gehirnzentren kommen, aber wie es von da zur Koordination mit anderen Inputs kommt und wie es zu weiteren Verarbeitungen mit Motivationen und mit anderen Bewusstseinsinhalten, mit Gedächtnis kommt, das ist alles völlig düster. Wie sehen Sie denn überhaupt die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung? Haben Sie das Gefühl, dass das Hineinpumpen von mehr und mehr Geld in die Forschung wirklich noch adäquate Ergebnisse bringt? Oh, sicher, ja, sicher. Adäquat, sicher. Ob im Endeffekt segensreich ist, darüber kann man sich immer streiten und kann man auch nur Vermutungen anstellen. Wissenschaft treiben ist ja eine gefährliche Sache. Man weiß nie, was dabei rauskommt. Im Endeffekt. Stellen Sie doch mal bitte eine Vermutung an für die westliche Wissenschaft. Ich glaube, das Unbehagen in der Wissenschaft wird zunehmen. Das Unbehagen sowohl von Leuten außerhalb der Wissenschaft wie auch Leuten innerhalb der Wissenschaft. Und es wird deshalb zu ernsteren Fragestellungen als bisher kommen. Über den Ursprung der Wissenschaft und über die Rolle, die sie, die Macht, die sie uns gegeben hat. Und das Studien solcher Art verknüpft sein müssen mit einer intensiveren Bedingung über den biologischen Ursprung des Menschen. Das glaube ich schon. Darüber ist ja sehr wenig bekannt. Wir wissen nicht, woher die Werkzeugbenutzung kommt. Wir wissen nicht, woher die Sprache kommt, welche Triebkräfte da eigentlich vorhanden waren, was zur Gehirnvergrößerung geführt hat und welche verschiedenen Stadien durchlaufen wurden bei der Transformation, die von unseren Primatenvorfahren zu uns geführt hat. Darüber wissen wir viel zu wenig. Und der Erfolg der Wissenschaft, der jetzige enorme Erfolg der Wissenschaft, wird von den Wissenschaftlern selber eigentlich in einer sehr kindlichen Weise betrachtet. Man freut sich darüber, dass man so viel tun kann und dass man so wunderbar versteht, wie die Elementarpartikel miteinander umgehen und solche Geschichten. Aber warum diese Theorien so fantastisch funktionieren, wie das möglich ist, dass ein Intellekt, der offenbar entstanden ist in Antwort auf die Notwendigkeiten in den Höhlen, sein Leben zu finden, dass dieser Intellekt dann solche raffinierten und erfolgreichen Theorien über Quantenelektrodynamik, relativistische Quantenfeldtheorien aufbauen kann, die mit sehr erfolgreich sind. Das ist in höchstem Maße überraschend und unverständlich. Darüber hat sich schon Einstein geäußert, sein Verwundern darüber. Und ich finde, es ist durchaus an der Zeit, dass man, statt sich nur zu verwundern oder sich selbst zu loben, dass man so tüchtig ist, dass man tiefer darüber nachdenkt und Spezialforschung anstellt darüber, was eigentlich an unserem Intellekt uns befähigt, solche merkwürdigen Dinge zustande zu bringen. Das erfordert eine Entwicklung der Wissenschaft in einer Weise, die übergreifender ist als bisher, dass die mathematischen Logiker ein bisschen mehr zugucken, was eigentlich die Hochenergiephysiker tun und die Hochenergiephysiker ein bisschen mehr hingucken, was eigentlich die Psychobiologen tun oder solche Geschichten. Das meine ich schon. Und in dem Sinne glaube ich, dass es vielleicht zu einer Akkommodation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft kommen wird. Hoffentlich. Die Versuchung ist sehr groß, immer so weiterzumachen wie bisher.
solange es gut geht. Und es geht gut bei der Astronomie, es geht gut bei der Hochenergieforschung und man macht eben weiter, man geht eben zu immer größeren Maschinen, zu immer schwer erreichbaren Elementarpartikeln, man geht zu immer ferneren Galaxien und Merkwürdigkeiten im Sternenhimmel, die fantastisch interessant sind und unglaublich unzweifelhaft richtig sind und unzweifelhaft und etwas sehr Tiefes und Wahres sagen über die Struktur der Welt. Aber sie helfen uns eigentlich nicht weiter beim Verständnis unserer selbst und davor der Probleme, die uns entgegengehen.